Hilfe, rennt, Pumbaba kommt. Oh, Pumbaba kommt. Genau deswegen habe ich den Safe State gesetzt. Und ich sage, bis zum nächsten Let's Play Part, Blatrix auf B. Na, doch nicht. Egal, machen wir weiter. Pumbaba ist ein uralter Dämon, der aus den tiefsten Schründen der Welt befreit wurde. So, wir müssen mit Terror alleine gegen ihn kämpfen. Wir verwandeln uns natürlich und greifen ihn erstmal nochmal an. Ja gut. Kämpfen hatte schon mal keinen Sinn. Verfeuern wir uns unsere Magie einfach drauf. Das bringt so ziemlich nichts. Bringt Feuer was. Lip. Stimmt, den Kampf musste man auch verlieren. Terra, wach auf! Oh, da ist er. So, wir müssen jetzt nochmal gegen Pumbaba antreten. Diesmal mit Celis und Sabin. Ist das was? Oh, nicht viel. Ich weiß noch, dass dieser Gegner sehr, sehr nervig ist. Stärke. Solarplex. So, so eine sehr nervige Attacke. Ja gut, mit Celis macht doch die Heilungsaktion. Dann Sabin dann doch angreifen. Oh. Schon hat man den Kampf gewonnen, in Anführungszeichen. Ich habe ihn wirklich verloren, meinen Kampfgeist. Mama, geht's dir gut? Ich bleibe hier. Wie ihr seht, bin ich keine Hilfe mehr. Und die Kinder brauchen mich. Aber Terror... Vielleicht brauche ich auch nur Zeit. Ich muss wissen, was in mir vorgeht. Wenn Mama was passiert, seid ihr dran. Mama, geht's dir gut? Mama muss hier bleiben. Danke, dass ihr Pumbaba vertrieben habt. In seiner Eile hat er das hier verloren. Magizid Fenrir erhalten. Fenrir, auch eine Esper. Oh, da fehlt eine. Ja. Erzeugt mehrere Abbilder der Gruppe. Nicht schlecht, vor allem weil auch einige sehr gute Zauber beherrscht, wie Warp, X-Zone und Stopp. Fenrir, ja, auch eine sehr gute Sache, dass wir ihn bekommen haben. Gibt's hier sonst noch was? Nee.
Also Neubitz ist abgehakt. Abgehakt. Verpufft. Und ja. Von Neubitz aus gehen wir jetzt mit vielen, vielen Kämpfen höchstwahrscheinlich wieder zurück auf die andere Seite. Das darf also ein bisschen länger dauern. Deswegen mache ich hier eine kurze Pause und bis ich dann ungefähr da bin. So, da sind wir jetzt auch wieder. Ich bin den gesamten Weg hingelaufen und habe jeden Kampf gemacht. So, wir sind jetzt in Nika. Sieht ja jetzt alles hier noch ganz frisch aus eigentlich. Ich verstecke mich vor Kefka. Hier ist das N. Wie gesagt, ich bin den gesamten Weg eigentlich dorthin gelaufen und habe jeden Kampf gemacht. Ich habe ein Level bekommen, jetzt sogar zwei, also pro Charakter jeweils eins. Und es war wirklich die Hölle. Gute Betten, da bleiben. 550, nee, brauche ich nicht. Gibst du was? Ja, ein Elixier, mal wieder. Wie gesagt, im Grunde genommen eigentlich bei fast jeder Uhr nachgucken, ihr findet ein Elixier drin. Wie viele Elixier habe ich denn überhaupt? 12 Stück. Ich glaube, ich habe auch das ein oder andere verwendet. Nach dem Ende der Welt bin ich allein in Burg Dummer aufgewacht. Als ich dort übernachten wollte, suchten mich Dämonen heim. Oh, könnte ich das bloß vergessen. Hyperaktives Kind, der Weg, auf dem ihr gelaufen seid, war früher überflutet. Aha. Hier gibt's Waffen, yay. Runenklinge brauchen wir nicht. Verstärker. Das hört sich doch mal interessant an. Mehr magische Kraft. Ja, Atman. Oder Ultima, wie der in der Game Boy Advance Version heißt. Müssen wir Celis auch nach vorne holen. Da kann ich wieder kaufen. Oh, hier gibt es schöne Sachen. Diamanthemd. Ich kann zwar nicht ganz fragen, aber egal. Diamanthelm. Blablabla. Ich glaube, ich weiß dann, was ich mache. Und zwar werde ich eine kleine Kampfpartie machen. Also wo ich ein bisschen gegen Monster kämpfe, um mir ein bisschen Geld zu holen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis zum nächsten Let's Play Part. Also Bloodhacks FB, mein letzter Teil.